Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem YouTube-Kanal C-Berster. Heute wieder unterwegs im Pokémon Go. Und ich bin heute wieder ein bisschen rumgelaufen. Hab mir natürlich wieder ein paar Sachen gesammelt. Und eigentlich wollte ich jetzt mal ein bisschen entwickeln. Das heißt, ja, wollen wir mal gucken, was wir so weiterentwickeln können. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich hoffe, ihr seid da dabei, wenn ich das mache. Evoli kann ich noch nicht, da warte ich noch auf ein besseres. Duop, kann ich den schon? Nein, da fehlen auch noch drei. Sterndu kann ich auf jeden Fall, mal gucken. Aber bevor wir das machen, dann wollen wir noch mal natürlich hier ein Ei zünden, ne? Nicht, dass es umsonst ist. Deswegen schnell das Ei reinhauen. So, was ist hier? Was ich auf jeden Fall noch heute machen werde, ist ein Endhorn. Ist zwar nicht so hoch, aber ich denke mal, es wird auch über 1000 werden. So, was haben wir hier? Wie hoch ist er geworden? Das Sterndu 1270. Wow. Gar nicht mal so verkehrt. Habe ich nämlich auch schon eins, das ist schon 1300. Okay. So, wo waren wir stehen geblieben? Ein Enton. So, den wollen wir natürlich weiterentwickeln. Und dann gucken wir mal, wie hoch der wird. Ich hoffe, er wird ein bisschen höher. So um die 1100. So, was hat er denn, der gute Kollege? Neu registriert im Pokédex. 1159. Oh, Hydropumpe und Konfusion. Oh, gar nicht mal so verkehrt. Coole Sache. Den könnten wir nochmal zweimal power-upen. Machen wir gleich mal. Gucken, wie hoch er kommt. Auf 1200. Wäre natürlich gar nicht so verkehrt. 1220 und 100 HP. Der ist schon ganz cool. Der gefällt mir schon. So, Confusia, den kann ich leider nicht weiterentwickeln. Aber ich könnte jetzt noch einen Morzi weiterentwickeln. Machen wir auch gleich mal. Und mal gucken, der wird 800, 900 rum. Das weiß ich jetzt schon. Da habe ich schon mal einen Rechner ausgepackt. Aber ich habe das Mauzi noch nicht. Darum ist es wieder ein neuer Pokédex-Eintrag. Naja. Knüttler. Ja, super. Okay. So, was haben wir noch? Kleinstein. Kleinstein, hatte ich den nicht da oben? Nee, den hatte ich noch natürlich. Den hatte ich schon mal, aber der hier ist definitiv besser. Darum werden wir den jetzt auch mal weiterentwickeln. 442 ist der. Mal gucken, wie hoch er jetzt ist. 739, wow. Okay. So, jetzt muss ich natürlich wieder 100 Kleinsteine sammeln. Bis wir den wieder weiterentwickeln können. So, habe ich hier irgendwo noch was Besonderes? Ein Paras vielleicht? Nein, da fehlt mir noch ein bisschen was. Pikachu kann ich auch noch nicht. Was haben wir hier? Nidoran. Den könnte ich weiterentwickeln. Moment mal. Nidoran. Da hatte ich doch ein Nidorino. Brauche ich denn für den? 100. Ach du Scheiße. Okay, dann behalte ich die erstmal. Den hier kann ich nicht.
Pummeluff so oder so nicht. So viele Pummelufts gibt es hier in Fürstenwalde leider nicht. Sipir kann ich auch noch nicht. So, Korbsel. Habe ich schon einen besseren? Da brauche ich gar nicht machen. Den brauche ich auch nicht. So, was haben wir hier? Kann man den entwickeln? Den könnte man entwickeln. Mach mal, gibt EP. Solange das Ei noch gezündet ist. So, 1085, auch nicht schlecht. Taubsi könnten wir auch entwickeln. Machen wir auch gleich mal. Gibt ja alles EP. EP ist nie verkehrt. Ich brauche noch 52.000, ich glaube, das schaffe ich aber nicht. Muss ich schon sehr viel Glück haben. Taubsi machen wir auch gleich. Ich kann nur hoffen, dass mein Akku noch durchhält. So, Mushas, rum können wir nicht. Nidorani können wir auch nicht. Was haben wir hier noch? Korkuna. Korkuna können wir entwickeln. Machen wir mal. Kommt ein Bibor raus. Den habe ich schon mal gehabt, aber sehr schlecht eigentlich. Da habe ich mal so gefangen. Mal gucken, wie hoch der diesmal wird. Hat, naja, ist auch nicht gerade der Oberkracher. Safkorn kennen wir noch nicht, aber wir können hier mal ein paar wegschicken. Wird zwar nicht reichen, denn so viele habe ich von denen noch nicht gefunden. Hondio. Da kann ich so oder so noch nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Gar nichts mehr. Können wir denn noch einen Traumato entwickeln? Oh ja, können wir noch machen. Sogar zwei. Schicken wir mal die Kollegen hier weg. Wir brauchen noch ein paar. Den habe ich hier unendlich. Verstehe gar nicht, warum das so viele bei uns hier in der Stadt gibt an Traumatos. Also das ist echt Wahnsinn. So, mal gucken, was habe ich denn hier oben für welche? Traumatos hier. Dutzende. 400er, 500er. 570. Mal gucken. Was wir da rauskriegen. Auch gut. Gar nicht so schlecht. So, was hatten wir jetzt noch? Habitat. Können wir nicht. Taubsi können wir noch. Taubsi können wir noch. Taubsi.
So, ich möchte euch aber jetzt erstmal entspannen, was jetzt in den nächsten Zeiten noch kommt. Deswegen schalte ich erst wieder ein, wenn ich dann wieder soweit bin mit der EP-Anzeige. Denn die kleinen anderen Taubsis und sowas braucht ihr ja nicht unbedingt sehen. Deswegen mache ich erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die letzte Entwicklung ist am Gange oder im Gange hier. Und dann werden wir gleich mal schauen, wie viel EP hier insgesamt bei rausgekommen ist heute. Bei dem Farmtag. So, der letzte Tauboga für den heutigen Tag wird gerade entwickelt. Mehr Bälle habe ich nicht mehr. Und es gibt halt auch nichts mehr Neues. So, wir haben jetzt alles. Mehr geht nicht. Mehr schaffe ich auch nicht. Und dann wollen wir mal gucken. 24.000 EP haben wir geschafft. Insgesamt. 200 Pokémon Typ Gifts erreicht. Ja. Ich glaube, das war's auch schon. Dann wollen wir noch mal gucken, was hier so schönes bei rausgekommen ist. Gehen wir mal nach CP. So, was haben wir? Wir haben ein Starmie gekriegt mit 1270. Ein Enteron mit 1220. Ich glaube, ein Hypno mit 1000 schießt mich tot. Dann haben wir noch ein Kingler gemacht. Den hier müsste es gewesen sein. Genau. Dann hier Snubbelicat. Eigentlich auch und ganz in Ordnung. Hier Bibo haben wir entwickelt. Georock haben wir entwickelt. So, muss ich jetzt nur wieder ein paar Kleinsteine sammeln. Der wird bestimmt ziemlich fett werden. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ich habe hier ein Radikal sogar entwickelt mit einem Hyperstrahl mit 120. Mal schauen, den werde ich erstmal behalten. Mal gucken, was ich da so mit dem noch hinkriege. Mal gucken, wie viele Punkte der überhaupt bekommt, wenn man den upt. Neunzehn ist nicht gerade viel. Aber egal. Hyperstrahl ist ganz lustig. So, ich glaube, das war's. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Gibt ja, mal einen Daumen hoch, ein Abo oder lasst mal noch einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet, wie euch die Videos so gefallen und so weiter. Und dann heißt es auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Go mit Zversa. Ciao, ciao.